Ich möchte nun besprechen, wie wir aus dem abgeleiteten Modell dieser permanent erregten Gleichstrommaschine ein, ich nenne es mal, elektrisch-mechanisches Netzwerk ableiten können. Das heißt tatsächlich eine Darstellung des gesamten Systems als ein elektrisches Netzwerk, das wir zum Beispiel in einem Standard-Schaltungssimulationsprogramm nutzen können, um das Systemverhalten zu beschreiben. Das heißt, das Ziel wird sein, ein Simulationsmodell abzuleiten, und zwar in Form eines elektrischen Netzwerkes. Und dazu wollen wir ganz kurz betrachten eine mechanisch-elektrische Analogie. Das heißt, ähnlich wie wir zum Beispiel Erwärmungsvorgänge durch ein thermisches Ersatzschaltbild darstellen können oder magnetische Kreise nutzen, um mittels der Methoden der Netzwerkanalyse Magnetfelder in irgendwelchen Eisenstrukturen, Ferritstrukturen zu berechnen, können wir auch mechanische Vorgänge wie eine Welle, an der Momente wirken, Trägheitsmomente angeschlossen sind, umsetzen in eine Darstellungsweise, die einem Netzwerkmodell entspricht. Der Grundgedanke dahinter ist eigentlich folgender: Die Systeme in der Physik bzw. der Technik werden durch ähnliche Gleichungen beschrieben. Ja, das heißt, die Knotengleichung, Maschengleichung sind irgendwelche Bilanzgleichungen, und derartige Bilanzgleichungen kriegen wir auch in mechanischen Systemen. Zum Beispiel die Gleichung für das Momentengleichgewicht ist eine Bilanzgleichung, die wir interpretieren können, entweder zum Beispiel als Maschenregel oder als Knotenregel, und entsprechend kommen wir zu einem elektrischen Netzwerkmodell. Ich benutze die Analogie, manchmal auch bezeichnet als Momentenstromanalogie, in der folgenden Form: Ein Moment M entspricht einem Strom I, dann entspricht die Winkelgeschwindigkeit Omega einer Spannung U, ein Trägheitsmoment J entspricht dann einer Kapazität, und eine Dämpfung, beschrieben durch einen Faktor D, entspricht dann einem linearen Widerstand bzw. einem Widerstand. Tatsächlich könnten natürlich diese Elemente nicht linear sein, dann hätten wir hier diese nicht linearen Schaltungselemente, und entsprechend wollen wir uns jetzt angucken, wie können wir ein Modell ableiten. Fangen wir zunächst an mit folgendem: Wir haben hier eine Welle, an der sei jetzt ein gesamtwirksames Trägheitsmoment angeschlossen, weil wir tatsächlich einen Elektromotor modellieren wollen. Und an der anderen Seite wirkt hier irgendwo ein Motormoment, dem entgegen wirkt ein Reibungsmoment und ein Lastmoment bzw. ein Widerstandsmoment. Die Winkelgeschwindigkeit Omega ist in Richtung des positiven Motormoments definiert. Dieses Reibungsmoment sei d mal Omega. Und dann haben wir abgeleitet, okay, tatsächlich, das hier führt auf eine DGL in der Form J Gesamt mal d Omega nach dt ist gleich mm minus d mal Omega minus mw. Ja, das heißt, die Summe der Momente, hier mit den Vorzeichen natürlich so entweder positiv oder negativ zu nehmen, je nachdem, ob sie in Richtung zunehmender Winkelgeschwindigkeit Omega oder entgegenwirken, ist gleich dem Trägheitsmoment multipliziert mit der Änderung der Winkelgeschwindigkeit. Tatsächlich, was hier steht, ist jetzt, wenn wir unsere Analogie bemühen, eigentlich nichts anderes als, ja, ich schreibe das mal Klammern, das entspricht C mal du nach dt ist gleich I1 minus 1 durch R mal U minus I2. Ja? Weil hier das Omega entspricht dem U, also muss das D entsprechen einem Widerstand bzw. eigentlich einem Kehrwert eines Widerstands. Und damit können wir jetzt dieses System als Ersatzschaltbild wie folgt aufzeichnen. Wir sagen, okay, ein Motormoment wirkt wie eine Stromquelle, weil tatsächlich entspricht das hier, diese Bilanzgleichung, wenn wir das als Analogie betrachten, einer Knotengleichung für einen Kondensator C. Der Strom I1 fließt zu und diese beiden Ströme fließen weg. Das ist die Summe von drei Strömen. Ja, das ist eine Knotengleichung. Das heißt, hier fließt I1 hinzu. Dort ist ein Kondensator angeschlossen. Der hat den Wert J Gesamt. Das heißt, dieses I1 streichen wir gleich wieder, ersetzen es durch mm. Die Spannung hier drüber ist gleich der Winkelgeschwindigkeit, und parallel zu diesem Kondensator haben wir einen Widerstand mit dem Wert 1 durch d und eine zweite Stromquelle, die jetzt dem Lastmoment bzw. Widerstandsmoment mw entspricht. Das heißt, tatsächlich bilde ich jetzt einen elektrischen Schaltkreis nach mit diesen Komponenten und benenne meine Größen einfach bloß um. Ja, statt I1 mm, statt I2 mW,
statt einem Widerstand R einfach den Wert 1 durch D und statt einem Kondensator C einfach bloß J gesamt, dann kann ich dieses Netzwerk benutzen, um diese Gleichung zu lösen in einem Schaltungssimulator und kann das wie folgt interpretieren, dass die Spannung über diesen Kondensator der Winkelgeschwindigkeit in meinem mechanischen System entspricht. Und damit kann man jetzt, wenn wir zurückgehen zu der Darstellungsweise von der permanent erregten Gleichstrommaschine, die wir hier in dem Ersatzschaltbild haben, ein Schaltkreismodell aufbauen, das aus einem elektrischen, einem mechanischen Netzwerk besteht und zwischen den beiden bestehen diese beiden Kopplungsgleichungen und diese Kopplungsgleichungen werden nichts anderes letztlich aussagen, als dass wir auf der elektrischen Seite eine Spannungsquelle kriegen, die von einer Spannung bzw. Winkelgeschwindigkeit gesteuert wird und wir hier eine Momentenquelle auf der mechanischen Seite kriegen, also eine Stromquelle, die gesteuert wird durch einen Strom und die Kopplungsfaktoren sind jeweils K phi E, das sind lineare Steuerfaktoren. Das heißt, das alles umgesetzt führt zu einem Ersatzschaltbild der permanent erregten Gleichstrommaschine als Netzwerk in folgender Form. Der elektrische Teil ist natürlich direkt so umsetzbar. Induktivität LA, Widerstand RA. Wir haben dann hier eine gesteuerte Spannungsquelle. Wir haben hier die Spannung UA, haben jetzt hier den Strom IA fließen und wir haben eine induzierte Spannung und diese induzierte Spannung ist jetzt K phi E mal Omega. Ich male die jetzt bewusst farbig ein. Die farbigen Größen sollen nämlich dann hier die Größen sein, die entweder steuernde Größen in diesem Netzwerk sind oder gesteuerte Größen. Und für den mechanischen Teil malen wir dieses Netzwerk auf. Ich habe hier eine Stromquelle, eigentlich die wir als Momentenquelle interpretieren, wo das Motormoment MM ist gleich K phi E mal IA rausfließt und parallel dazu schließe ich mein Trägheitsmoment in Form einer Kapazität an, nenne ich also einfach bloß J gesamt. Wir machen hier einen Widerstand für den Dämpfungsfaktor D rein, Faktor 1 durch D und sofern ich eine Last habe, modelliere ich die als Stromquelle. Das heißt, das wäre mein Widerstandsmoment und die Spannung hier drüber ist tatsächlich meine Winkelgeschwindigkeit Omega und damit habe ich jetzt sozusagen ein elektromechanisches Netzwerk bzw. die permanent erregte Gleichstrommaschine als ein elektrisches Netzwerk dargestellt und könnte die zum Beispiel in LTSpice implementieren, so auf diese Art und Weise und damit in dem Schaltungssimulator das dynamische Verhalten, aber auch zum Teil das statische Verhalten der Gleichstrommaschine modellieren, um zum Beispiel die Wechselwirkung zu betrachten, welche Folgen hat das Ankoppeln einer Last auf den Strombedarf und wie entwickelt sich dieser Stromverlauf mit der Zeit, das dynamische Verhalten, wie kann ich einen Regler aufbauen, wie ändern sich die Ströme und Spannungen meiner leistungselektronischen Schaltung, die ich davor schalte, die kann ich ja nur geschickt im Netzwerksimulator einsetzen und kann damit also sozusagen ein gesamtes, wenn auch relativ einfaches Antriebssystem in einem Schaltungssimulator nutzen.